Ich heiße Sebastian Krass, studiere Theologie und Philosophie in München und bin Jesuit. Pater Rektor Johannes Fischer gestattete mir, meine Semesterferien in Mailand zu verbringen. Die drei Kinder, Thierry, Bibi, Laura und Luis, hatten mich vor einigen Wochen in Mailand beraubt. Seither war ihr Schicksal und meins verknüpft. Spinnst du? Sie gehören einer Kinderbande an, die von erwachsenen Gaunern wie der Mariola organisiert wurde. Der Poissonnier war der Chef der Bande. Er, also der Fischhändler, sorgte auch für Nachschub an Kindern. Teilweise kaufte er sie armen Eltern ab, es war aber nicht ausgeschlossen, dass er von der Straße weg oder von Flughäfen Kinder entführte. Luis hatte den Poissonnier durch sein mutiges Verhalten furchtbar gereizt. Der Poissonnier tauchte in München auf und ließ Laura von Curzo, seinem Handlanger, entführen. Du musst zeigen, wie viel du bei der Mariola gelernt hast. Mein Ratschlag war nicht nur gefährlich, sondern wie sich herausstellen sollte, auch unüberlegt. Luis sollte seine kriminellen Fähigkeiten in den Dienst dieser, wie ich damals noch meinte, guten Sache stellen. Was hat er anderes gelernt, als zu rauben, zu stehlen, einzubrechen, Schlösser zu öffnen? Ich war sehr naiv. In einer Stunde lege ich den Passionier aufs Kreuz. Am Wetterhäuschen und pünktlich sein, klar? Hier will ich langsam runter. Machen Sie sich schon mal bereit. Okay. Die vom Roten Kreuz werden ihren Hubschrauber vielleicht schon etwas vermissen, aber obwohl, sie kriegen ihn ja wieder. Komm, rück die Sachen raus. Gleich kommt Laura, dann hast du sowieso gewonnen. Du solltest froh sein, dass ich gekommen bin. Wenn der Postenier hier wäre, der hätte dich schon längst aufgeschlitzt. Du weißt doch genau, nur ich kann dir helfen. Ich sehe Laura nicht. Ich bin nicht nur blöd, ich bin auch intelligent. Hast du dem Postenier etwa nicht zugehört? Na komm schon. Rück's raus. Nimm es dir doch. Vielleicht ist es in diesem Plastiksack? Oder in dem da? Ihr habt mich doch bestimmt beobachtet. In einem dieser Plastiksäcke ist es. Aber ich werde nur Laura sagen, in welchem. Sind Sie da vorne? Da sind Sie. Okay. Aber die Wahrheit sage ich nur Laura. Sie wird das dreckige Geld und den Schmuck holen. Versprochen ist versprochen. Na, was ist? Ja, nix bisher. Verdammter Dreckskerl, ich hätte dir schon als Kind alle Knochen brechen sollen. Bleib da, wo du bist, Laura. Ach, und wirf mal eine Probe rüber. Achtung, Polizei, wer ist? Na, endlich.
Hey, stehen bleiben! Polizei, Hände hoch! Hallo. Hallo. Hallo, Kleine. Ja, ja. Ja, Herr Traum. Frau Sonier, sagen Sie bitte nicht, dass Sie diese Kinder nicht kennen und Sie wieder einmal mit der ganzen Angelegenheit nichts zu tun hätten. Sie dürfen schweigen, das ist Ihr Recht, aber es nutzt nichts. Darf ich um das Feuerzeug bitten? Das allein beweist, dass Sie Luis kennen und Laura. Laura, gib mir mal den Sack bitte. Hier, passt. Die Uhr wird Ihrem rechtmäßigen Eigentümer gleich zurückgegeben, wie auch das Feuerzeug. Der Rest von Luis Beute hat bereits den Weg zu seinen Eigentümern gefunden. Wie gewonnen, so zerronnen. Abführen. Zum Hochzeitstag von meiner Frau. Und ich habe nichts gemerkt. So, meine Damen und Herren. Es ist, soweit ich sehen kann, alles Gestohlene wieder da. Hoffe ich. Hier habe ich die Liste, die wir in der Nacht aufgestellt haben. Wenn ich Sie jetzt bitten darf, einzeln dem Alphabet nach. Nein, aber nicht, nein, nicht zu viel, nicht so schnell. Halt. Nein, danke. Pfarrer Sebastian Gras? Frater, ja? Telefon für Sie. Wo? Gras, ja? Danke! Juhu! Das hat funktioniert! Luis hat es hingekriegt, ausgetrickst, angeschmiert. Ich werde doch wahnsinnig! Oder bin ich ja schon? Aber wo sind Laura und Luis jetzt? Auf die Wege hier! Zu uns! Da freu dich doch! Warum hierher? Was sollen Sie hier bei diesen Geiern von Reportern? Weil der Mist an die Öffentlichkeit muss. Luis hat Laura und die anderen aus der Scheiße gezogen. Na, kommen Sie schon. Entschuldigen Sie bitte. Einen Moment bitte. Sagen Sie, stimmt es, dass ein Junge die Kongressteilnehmer bestohlen hat? Nicht direkt. In die Kamera bitte. Etwas Geld und Schmuck. Es war ein Trick. Mhm. Es geht hier nicht nur um Diebstahl, es geht hier um viel mehr. Aha. Wie heißt du denn? Ist das deine Freundin? Nein, das ist meine Schwester. Ja, sag ich doch. Tiefkühlschrank. Ich will doch nur, dass sie weitergeben, dass die Italiener und die Franzosen rückbestätigen. Ja, Ende. Hier werden Sie wohl kaum Beweismittel finden. Aber es wird mir Vergnügen bereiten, das Geschäft der Dame hochgehen zu lassen. Ich habe zu diesem Ereignis auch einen befreundeten Journalisten angerufen. Maresciallo. Mein Rechtsanwalt wird in Kürze hier... Contessa Sassoli della Risalta. Es ist sicher gut, dass er kommt. Ein Journalist Molini ist Ihnen, nehme ich an, kein Begriff. Nein, Maresciallo, er ist mir kein Begriff. Ich denke, es ist wirklich gut, dass Ihr Anwalt gleich kommen wird. Ihr Freund und Partner, der Poissonnier, ist nämlich in München festgenommen worden. Und er hat geredet. Madonna, warum trifft es denn immer nur die Kleinen? Kommissario, ich könnte Ihnen sagen, wen Sie verhaften sollen. Wir müssen es ausbauen und die machen sich die Hände. Nichts muss sich die Feinherrschaft. Ich habe alles bei der Polizei noch gehört getan. Werden. Alles. Nein, kein ist Ihre Mandantin bei Kontrabe? Nein, Sie bereits zu einem Exklusivinterview mit unserem Blatt. Wo halten Sie Ihre Komplizen? Nein, weg! Wie heißt du? Weiter. Wie ist Ihre Familienname? Familienname? Du wirst doch irgendeinen Namen haben. Ja, viele Namen. Gehört er einer Jugendbande an? Woher kommt ihr?
komme aus Italien. Das ist mein Bruder Luis. Waren Sie schon mal in Italien? Bitte, Herrschaften, treten Sie jetzt beiseite. Bitte. Ich kenne die Kinder ja schon seit längerer Zeit. Aber eigentlich möchte ich überhaupt nicht. Wie hast du die Gäste bestellt? Sebastian, was soll das? Ja, danke. Gehen Sie bitte mal raus. Gehen Sie bitte. Danke. Setzt euch mal daneben. Jawohl. So, jetzt mal ganz ruhig. Jetzt erzähl mal ganz ruhig hier in diese Kamera. Da gibt doch deiner Schwester mal den Kuss hier, diese Kamera. Meine Damen und Herren, bitte, darf ich Sie jetzt um Ruhe bitten? Ich darf unsere Ermittlungen zwar nicht vorgreifen, aber so viel möchte ich sagen. Diese beiden Kinder sind unschuldige Opfer von überführten Tätern. Die meinen Kollegen in Marseille, in Mailand und auch in München seit langem bekannt waren, gegen die uns aber wasserdichte Beweise fehlten. In der letzten Stunde ist es uns gelungen, alle erwachsenen Beteiligten dieser Bande dingfest zu machen. Herr Kommissar, ist es richtig, dass Luis in Ihrem Auftrag gehandelt hat? Nein, so können Sie das nicht sagen. Schließlich ist die Polizei nicht dazu da, Kinder und Jugendlichen zu Straftaten zu verleiten. Aber eines möchte ich klar und deutlich machen. Dass die Festnahme der Hintermänner nur durch seine Handlung in der letzten Nacht und in der letzten Stunde möglich war. Ich habe gute Papiere für die Anklagebehörde. Was geschieht denn jetzt mit den Kindern? Tja. Los! Entschuldigen Sie, das ist wohl Ihre Uhr. Ich hatte sie mir kurz ausgeliehen. Ja, danke. Und das ist wohl Ihr Feuerzeug. Ja. Danke, mein Junge. Herr Kommissar, was geschieht denn mit den Kindern? Wie viele sind es? Es wird alles geschehen, was dem Wohl der Kinder dient. Das steht doch außer Frage. Sind doch noch Kinder. Nach unseren Gesetzen sind sie noch nicht strafmündig. Und wenn du mal was brauchst, dann kommst du einfach zu mir. Brauchen wir nicht. Wir haben uns. Wir brauchen wirklich nichts. Was hast du am liebsten geklaut, Luis? Gold, Schmuck oder was? Kannst du auch Messer werfen? Lass ihn meinen Bruder zu viel. Lass uns den Weg in Ruhe. Wir haben überhaupt nirgends geklaut. Wir haben immer alles abgegeben. Lassen Sie das doch. Sie sind doch die Kinder von überfordert. Lara, du kommst mit mir. Moment. Hören Sie doch endlich auf. Ja, fragt Sie nicht mehr. Habt ihr so gut gefragt. Sie sehen doch gerade die Kinder. Überprüfen Sie nicht. Das ist ja wirklich eine tolle Sache, die du da reingestellt hast. Alle Achtung, bist ein tapferer Bänger. Ja, klar, sicher. Na, ihr beiden, wollt ihr auch was? Hm? Nicht? Bestimmt nicht? Das ist aber cool. Die Biggie will auch was. Ja, dann gibst du dir was aus deinem Glas. Reicht bestimmt für euch beide. Pass auf, dass nicht weg ist. So, und jetzt kommt die Biggie wieder dran. Dann gibt's hier noch was. Halt noch durch, schau. So, jetzt hat sich ganz viel Spaß. Du machst auch was. Ne? Mann! Wenn ihr in den Garten wollt, müsst ihr es bloß sagen. Wie bitte? Ach, kein
keine Angst, wir sind hier doch nicht im Gefängnis. Wollen wir in den Garten, ja? Die Mariola, die Vichy da. Und dein Freund Luc aus Marseille. Und der Monteur. Sie sind alle verhaftet worden. Alle. Ja, kleiner Priester. Der hätte ich dir damals in Mailand nicht nur die Hand, sondern gleich den ganzen Bauch aufschlitzen sollen. Was hättet ihr mit den Kindern gemacht, wenn sie älter wären? Wenn sie in Italien nicht mehr arbeiten können oder in Frankreich oder sonst irgendwo? Weil sie erwachsen werden? Ja, schau mal. Der Poissonnier hat mich meine Eltern abgekauft, als ich 4 war. Einfach so. Ich war nie besonders gut, also kein Spezialist in dem Sinne. Aber er hat mich behalten, weil ich alle Tricks beherrsche. Was weißt du vom Leben? Schau mal, meine Kinder haben was gelernt fürs Leben, das kann ihnen keiner nehmen. Die lieben mich sogar, ob das glaubst du denn nicht? Der Poissonnier nicht. Das war schon immer ein Schwein. Kinderanführung, Mordversuch und so weiter und so weiter. Ich schütte ihm ganz recht. Guck mal, ich komme in 1-2 Jahren wieder raus, die Mariola auch. Und du hast die Kinder gerettet. Deine heile Welt wird sie auffressen. Herzlichen Glückwunsch, du Arschloch. Ja, guck doch nicht so blöd. Du weißt ja genau, dass ich recht habe. Die Zeitschriften werden sie ausquetschen und zu Tode fotografieren. Was ist jetzt mit Laura und Louis? Sag! Weißt du, woher sie kommen? Kennst du ihre Eltern? Nee. Weiß ich nicht. Und der Einzige, der es weiß, der Poissonnier, der wird nichts sagen. Es gibt eine bessere Welt als deine kurze. Tut es mir leid. Kann ich dich mal besuchen? Wie heißt eigentlich mit richtigen Namen? Ich weiß es nicht. Hans oder Giovanni oder Jean, wie es beliebt. Ich kenne meinen Namen nicht, genauso wenig wie Laura und Louis ihre eigenen Namen. Ja, besuch mich mal. Ich will dir sicher helfen. So. Danke. Na? Nichts. Er weiß nichts. Wir müssen zurück zu den Kindern. So, da sind sie. Da sind sie. Und Laura, und Louis. Wir wollen weg hier. Was soll denn der Scheiß hier? Vielleicht bringt er uns noch Eis am Stiel mit. Wenn uns da draußen nicht jeder kennen würde, wären Laura und ich schon längst weg. Ich soll euch vom Kurzo grüßen. Ach, tausend Dank. Hast du auch mit dem Poissonnier geredet? Der wollte nicht mit mir sprechen. Mit so einem Schwein sollte man auch nicht reden. Also, der Kommissar hatte einen ganz guten Vorschlag. Und ohne euch zu fragen, habe ich ja gesagt. Hm? So, 1 Monat können wir hier bleiben. Ich kann Auto fahren,
Telefonieren? Aber kochen kann ich gar nicht. Da wird sich wohl einer finden müssen, der das für uns macht. Aber besser als das Heim ist es doch. Oder nicht? Vorläufig. Was willst du jetzt eigentlich machen, Frau Donnerstag? Naja, ich gehe jetzt einkaufen, damit du kochen kannst. Du kannst doch kochen. Es ist besser, wenn ich uns etwas koche. Das habe ich auch bei der Mariola gelernt. Was wollt ihr? Spaghetti mit Soße. Okay. Und ihr? Ja. Ist doch schon mal gut. Ich kann einen Salat machen. Auch gut. Setz dich mal hin. Was? Setz dich hin. Schreib mit. Kannst du überhaupt schreiben? Ja. Hast du schon mal eingekauft und gekocht? Nein, ich habe bisher nur gebetet. Aha, ein sehr guter Witz, Frau Donnerstag, bitte. Spaghetti. Spaghetti. Drei Pfund? Ja, nun schreib. Und Kopfsalat. Kopfsalat. Die Wohnung konnte nur eine Übergangslösung für die Kinder sein. Aber was sollte dann aus ihnen werden? Ich wusste es auch nicht. Das Jugendamt hielt es zunächst für das Beste, dass Juliana und ich mich um die Kinder kümmerten. Aber wie lange? Hallo? Vater Sebastian Kass? Ja? Jakobs. Mich treibt mein Interesse an den Kindern zu Ihnen. Lauern Sie mir hier auf? Was wollen Sie? Ich muss nach Hause. Ich möchte mein Interesse an den Kindern exklusiv nutzen. Ach so. Sie sind also Journalist? Guten Tag. Ich möchte für Laura und Louis Exklusivverträge abschließen. Ich kann keine Exklusivrechte verkaufen. Und die Kinder dürfen es nicht, weil sie minderjährig sind. Im Übrigen halte ich Ihr Angebot für unmoralisch. Die Frage, wer wessen Recht hält und wer darüber verfügen darf, ist eine Frage für meine Anwälte. Laura und Louis erhalten auf jeden Fall eine sechsstellige Summe. Das ist ein Einstieg für eine bessere Zukunft. Eine Ausbildungsfinanzierung wäre möglich. Dummerweise bin ich nicht der Vater. Witzig, nicht? Sie wollen also für Geld das Leben dieser Kinder kaufen und damit die Auflage ihrer Zeitschrift steigern. Sagen wir es so. Erscheinen wird die Story über die beiden Kinder auf jeden Fall. Spätestens seit den Ereignissen von gestern. Es liegt allerdings an Ihnen, wie diese Story aussehen wird. Ich bin manchmal ein bisschen langsam. Was soll das heißen? Das soll heißen, die Meisterräuber von Mailand oder die verlorenen Kinder. Ich kann aber auch schreiben lassen, helft den Kindern oder die unschuldigen Opfer. Im ersten Fall haben wir nur eine gute Story. Im zweiten Fall haben wir aber die Möglichkeit, gegen ein entsprechendes Honorar eine vierteilige Serie über Leben und Zukunft der Kinder zu veröffentlichen, um ihnen, und das verspreche ich, die besten Aussichten für ein neues Leben zu verschaffen. Um ihnen wirklich zu helfen. Entspricht nicht dem Selbstverständnis meiner Lebensauffassung, mich mit Ihnen darüber zu unterhalten, Herr Jakobs. Sie haben in den letzten Monaten in diesem Fall sehr eng mit einer hübschen jungen Dame aus Italien zusammengearbeitet. Meine Mitarbeiter haben mir berichtet, dass Sie ein sehr vertrauliches Verhältnis zu dieser Dame hatten. Stimmt. Signorina Giuliana Maione ist sehr attraktiv. Ich biete Ihnen 150 bis 200.000 Mark. Na, hat's geschmeckt? Ja, okay. Meinst du, dass wir jetzt in der Glotze sind? Ja, müsste eigentlich jetzt sein. Nach Meldung des Bundeskriminalamtes rechnet die Interpol in Europa mit einigen tausend Kindern, die in kriminelle Banden vereinigt, für Erwachsene Straftaten begehen. Ein Phänomen, das in ganz Europa zuzunehmen scheint. Organisierte Kinderkriminalität, Kinderprostitution, Betteltätigkeit. Ein Bandenmitglied, der minderjährige Louis Brunner, lieferte durch einen spektakulären Akt seine Peiniger der Polizei aus. Bilder aus München von heute Morgen. Den Bericht stellte zusammen meine Kollegin Sibylle Warnke.
Wie heißt du denn? Ist das deine Freundin? Nein, das ist meine Schwester. Und was sagen denn deine Eltern dazu? Hört ihr einer Jugendbande an? Woher kommt ihr? Ich komme aus Italien. Und das ist mein Bruder Luis. Waren Sie schon mal in Italien? Von dem jungen Luis Brunner wissen wir, dass er jahrelang in Mailand als Dieb ausgebildet wurde. Er beendete sein kriminelles Dasein, indem er in einer spektakulären Aktion die Besucher eines Kongresses der Gold- und Schmuckwarenhersteller in der vergangenen Nacht beraubte. Wir fragten dazu den Kommissar. Was geschieht denn jetzt mit den Kindern? Tja. Hey, das war gut. Lara, du kommst mit mir. Jetzt hören Sie doch endlich auf. Sie sind doch schon genug. Komm her. Ja, den Hintermännern drohen langjährige Haftstrafen. Es handelt sich um einen deutschen Staatsangehörigen und um einen Mann, der Poissonnier genannt wird. Wir werden Sie im Weiteren über die Entwicklung in diesem Fall auf dem Laufenden halten. Erschütternde Bilder aus München. Bleibt nachzutragen, dass seit einigen Monaten ein junger Theologe diesen Kinderbanden auf der Spur blieb. Herzlichen Glückwunsch, Frater Sebastian Krass. Und nun zum Sport, meine Damen und Herren. In Wimbledon hat... Na, dafür kommst du sicher ganz schnell in den Himmel, Frater Noster. Ich bin es, Sebastian. Was gibt's denn? Tut mir leid, dass ich so spät störe, aber ich muss unbedingt mit Ihnen sprechen. Und jetzt das auch noch. Es ist ja noch nicht so spät. Du bist nicht müde, ich bin nicht müde. Also, komm. Gehen wir ins Refektorium. Trinken wir einen Tee. Das Interesse an den Kindern wird sich ganz schnell legen. Es wird sich ändern, wie das Wetter. Aber 150 bis 200.000 Mark für eine bessere Zukunft. Das ist würdelos. Weißt du, Sebastian, die Schuld trifft mich genauso wie dich. Ja. Du wolltest und solltest das Unrecht bekämpfen. Du hast gesiegt. Ist gut so. Aber was geschieht jetzt mit den Kindern? Wir könnten sie einer unserer Schulen anvertrauen. Keines von den Kindern will in eine Schule. Weißt du, dass drei Frauen und zwei Männer glauben, in Laura und Luis ihre Kinder erkannt zu haben? Kannst du dir vorstellen, dass jemand nach 10, 12 oder 13 Jahren seine Kinder wiedererkennt? Nein. Doch. Eben. Lasset die Kinder zu mir kommen und wehret es ihnen nicht. Aber die Kinder wehren sich. Ach. Schau, Sebastian, ich könnte dich für ein Jahr beurlauben. Dann wärst du der jüngste Adoptivvater der Welt. Versuch es. Das ist bestimmt eine spannende Aufgabe für einen jungen Jesuiten. Mm-mm. Herbert, einer der Jungen, der ist heute Morgen aus dem Jugendheim getürmt. Ruckzuck über die Mauer, weg ist er. Ach, man wird ihn bestimmt wiederfinden. Ja, aber ist denn das gut? Vielleicht ist es besser, wenn er nie gefunden wird. Ich habe mich für ein Leben im Orden entschieden. Und das ist auch ein anderes Leben. Warum sollen diese Kinder sich nicht auch selbst entscheiden dürfen? Ja, weil sie Opfer sind. Opfer von Verbrechern. Und diesen Kindern muss geholfen werden. Ja, aber ich habe Laura und Luis durch meine verrückten Ideen doch zum zweiten Mal zu Opfern gemacht. Also, wie entscheidest du dich? Thank you.
Wir warten hier seit über 2 Stunden. Vater Kass. Verschwinden Sie, Herr Jakobs, und verlassen Sie das. Oder ist sowieso, dass Sie relativ die Tür eingestürmt haben? Vater, bitte. Ich gebe ein seriöses Nachrichtenmagazin heraus, kein Revolverblatt. Natürlich hätte ich unten auf Sie warten können. Aber hier oben können wir besser miteinander reden. Kennen Sie das? Nein. Wir haben in unserem Archiv nach Hinweisen auf die Mutter gesucht. Und wir haben diese Frau jetzt gefunden. Sie heißt Leuper. Bitte holen Sie Laura und Louis. Wissen Sie, wie spät das ist? Diese Frau Leuper ist die Mutter. 300.000 Mark für die Kinder und die Mutter. Das gehört nicht zu der Art mit Menschen, die mir sympathisch sind. Eher widerlich. So spricht kein Priester. Präzise gesagt, Sie sind ein Schwein. Danken Sie Ihrem lieben Gott, dass ich nicht nachtragend bin. Holen Sie die Kinder. Ich warte mit Frau Busch weg unten. Hier, Ostbahnhof! Hallo. Es waren mindestens 50 Anrufe. Wir sind hier ganz unter uns. Journalisten bekommen eben alles raus. Ich melde mich schon nur noch mit Ostbahnhof. Vielleicht lässt man uns dann irgendwann in Ruhe. Da unten stehen ein halbes Dutzend Bullen in Zivil rum. Und passen auf uns auf. Und das schon die ganze Nacht. Ich habe keinen einzigen gesehen. Hier, Ostbahnhof! Aber den Mann und die Frau, die vorhin vor der Tür standen, die hast du gesehen, oder? Was wollten die denn? Morgen früh um 9 soll ich bei der Polizei gegen den Poissonnier und die anderen aussagen. Erst ich allein und dann die anderen. Mariola, ihre Baby. Kommt mit. Frag nicht. Kommt einfach mit. Aber Sie müssen doch wenigstens was anziehen. Was anziehen? Ja, hier Ostbahnhof. Bullen? Sag ich ja. Bullen. Schließlich habe ich Augen, Ohren und eine Nase. Tatsächlich. Ist was damit? Nein, nein. Bitte steigen Sie ein. Ja, wer ist denn das? Bitte! Wir sollten lieber einsteigen. Guten Morgen. Ah, Moment. Kommen Sie bitte. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ja, bitte gehen Sie durch. Ach, guten Abend, Herr Kommissar. Wir müssen schon guten Morgen sagen, Herr Glass. Ich freue mich, dass ihr gekommen seid. Warum freuen Sie sich denn, Herr Kommissar? Wir sehen uns doch sowieso in ein paar Stunden, also gleich. Bitte nehmen Sie Platz. Bitte schön. Sie entschuldigen keinen Augenblick. Tee, Kaffee, Mineralwasser, ich lasse Ihnen was drin. Cognac, 2. Hm? Nein, nein. Ja. Hallo? Ja. Tag. Herr Grass. Was läuft hier ab, Frau Donnerstag? Kinder, ich weiß es nicht. Ich weiß auf gar nichts eine Antwort. Ich habe mir die Akten per Kurier aus Bielefeld kommen lassen. Kann nach all den Jahren diese Frau die Kinder wiedererkennen? Nur durch das Amulett? Die Frau hat im Fernsehen gar nichts gesehen. Aber der tüchtige Herr Jakobs hat ein hervorragendes Archiv. Seinerzeit hat die Entführung des Jungen ungeheures Aufsehen erregt. Und das Amulett spielte eine wichtige Rolle. Wieso nur des Jungen? Laura trägt doch das Amulett. Was flüstert ihr denn da? Die
Die Zeitung hat eure Mutter gefunden. Mhm. Und wo ist sie? Morgen. Morgen. Bitte sehr, meine Herrschaften. Die Hoffnung aufgegeben, dich wiederzufinden. Ich wusste, dass du wiederkommst. Einem Campingplatz in Norditalien. Vor 12 Jahren. Du hast vor dem Wohnwagen gespielt und auf einmal warst du nicht mehr da. Einfach weg. Sie haben nicht mal Lösegeld von uns verlangt. Nichts. Du warst einfach verschwunden. Du bist mein Sohn, Max. Dein Vater ist gestorben. Ich habe wieder geheiratet. Du bist mein einziges Kind. Wir werden uns aneinander gewöhnen müssen, aber wir schaffen das. Bestimmt. Bitte, Louis, nimm sie. Sie war nie von unserer Mutter. Sie ist von deiner Mutter. Warum denn? Ich habe mir immer eine Tochter gewünscht. Laura ist meine Schwester. Natürlich, Max. Du heißt Laura? Nein, 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 nein! Sie sind nicht meine Mutter. Ich bin kein Max, sondern Louis. Laura. Du bist meine Schwester. Immer schon. Aber der Passionier hat es gesagt. Der Passionier lügt. Er hat immer gelogen. Aber die Mariola hat es auch gesagt. Die Mariola hat dem Passionier geglaubt. Sie bleibt auch deine Schwester. Ich habe meinen Sohn und seine Schwester wiedergefunden. Laura, wir gehen. Max. Louis. Oder Max. Ich kann das nicht gestatten. Du musst bei deiner Mutter bleiben. Ich müsste dich sogar dazu zwingen. Komm. Ihr werdet zusammenbleiben. Max, bitte. Ich wollte einfach losrennen. Springen. Einfach durch die Glasscheibe rennen und dann springen. Weit weg. Die Zeitschrift hatte ihre Exklusivstory. Ich habe nie danach gefragt, ob das Ehepaar Läuber für diese Story Geld angenommen hatte. Ich wollte es nicht wissen. Aber ich bin sicher, Frau Läuber hat keinen Pfennig genommen. Und mach die Soße so wie Laura, sonst schmeckt sie nicht. Geh ins Bad und wasch dir die Farbe aus dem Gesicht. So komme ich aber besser an. Dann werden wir jetzt alle zwei ins Bad gehen und ich werde dir helfen, dein Gesicht wieder sauber zu kriegen. Das ist mir vollkommen egal. Sei mal die hier weg in diesem Schuppen, Sebastian. Solange die Polizei noch Fragen hat, bleiben wir hier zusammen. Wie kommen wir dann auch zu unseren Eltern? Wenn sie irgendjemanden findet. Auf jeden Fall ist es doch besser als in irgendeinem Jugendheim, oder? Ach, das stinkt langweilig. Stell dich nicht so an. Louis haben es jetzt gut. Die sind bei ihren Eltern im Hotel. Nur bei der Mutter, Freddy. Ach, na ja. Das tut doch weh. Ja, das ist genau das, was ich will. Und das mache ich jetzt jedes Mal, wenn du dich so anstreichst.
Wie lange dauert es denn noch? Ja, gleich. Geh doch mal weg. Jetzt ganz genau, was ist. Nein, das fragen Sie mich gleich. Wenn Sie da bitte nichts anfassen, nein, nein, aber ein bisschen beiseite gehen. Hätte nachher ein paar Fragen, ja? Ja, 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 später, später. Max, das hat Sie doch ganz entspannt, Frau Leutner. Das Interview-Mikro. Ach ja, danke schön. Könnten Sie bitte. Was denn? Das Papier bitte. Ach so, ja. Danke. Verzeihen Sie. Also, Mucke, die Kamera macht ein tolles Bild. Was denn? Wenn Sie bitte nichts an der Kamera anfassen. Nein, 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 nein. Max, bitte. Louis, du musst uns einfach deine Geschichte erzählen. Mit Namen. Alles, was ihr erlebt habt. Alles. Das ist ungeheuer wichtig. Du hilfst anderen Kindern damit. Hm? Max, durch unser Beispiel helfen wir Familien, die die Hoffnung schon aufgegeben haben. Laura sollte mit vor die Kamera. Es ist wirklich wichtig. Ihr beide habt so viel zu erzählen. Wir sind nicht wichtig. Und wir haben auch nichts zu erzählen, klar? Sie können uns doch mal. Max! Du lass ihn doch. Max, ich verstehe euch besser, als ihr glaubt. Ich kann mich in eurer Situation sehr gut hineinversetzen. Können Sie nicht. Alle unsere alten Freunde sind im Knast. Freunde? Was hältst du denn davon, wenn wir während des Interviews die Kleinen und den Jungen was vorführen lassen, so ein Taschendiebstahl oder so? Das wäre stark, genau, halt das wäre stark. Den Mund. Max! Max! Luis, hier kommen wir doch nicht raus. Jetzt müssen wir alle Journalisten am Boden. Doch hier gehen Fängnis. Na und? Wir sind doch Profis. Verständlicherweise sind die Kinder hochgradig nervös. Ja. Meine Frau ist mit Nerven fix und fertig. Ja, das kann ich Ihnen nicht versprechen. Ich muss Sie unbedingt wegen der Kamera noch was fragen. Was? Idiot. Nein, ich kann nicht. Die müssen doch irgendwann rauskommen. Scheiße, vielleicht sind die zwei abgehauen. Und, willst du die Story ins Haus lassen oder was? Gib keine Luft, Luis. Na, dann halt sie an. Wer fliegt denn hin? Nach Marseille. Zu Thierry Bibi? Ja. Und deine Mutter? Och, die war ganz nett. Die beiden sind abgehauen. Hoffentlich schaffen sie es. Pater Rektor. Ich habe mich in den letzten Tagen geprüft. Ich werde Ihr Angebot annehmen. Ich möchte mich doch ein Jahr beurlauben lassen. Vielleicht komme ich zurück. Setz dich. Das ist deine Entscheidung. Ich finde es gut. Weißt du, wo Laura und Louis sind? Sie haben sich nicht von mir verabschiedet. Und ich habe auch nichts von ihnen gehört. Aber ich kann mir denken, wo sie sind. In Mailand? Willst du zu den Kindern nach Mailand? Oder möchtest du Giuliana nach Mailand begleiten? Sebastian,
Herbert hatte mir geschrieben. Man hat ihn noch nicht wiedergefunden. Von Laura, Luis und Thierry Bibi habe ich nichts gehört. Sebastian! Herr Krass, danke. Ich muss mit Ihnen reden. Mein Sohn, Sie müssen es doch wissen, ich bitte Sie. Sagen Sie es mir. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich werde ihn weitersuchen, wie in den letzten 12 Jahren, bis ich ihn gefunden habe. Das müssen Sie auch, Frau Leuper. Ich glaubte auch schon mal, ihn gefunden zu haben. Aber ich habe ihn wohl nicht verstanden. Mag sein, dass Sie ihn besser verstehen werden. Sie sind seine Mutter. Herre Gott noch mal, wo könnte er denn sein? Bei Laura. Für ihn bleibt sie seine Schwester. Sie werden zu Thierry Bibi fahren. Aha. Sie werden ihn befreien und dann weiterreisen. Ja, wohin, wohin? Wohin weiß ich doch auch nicht. Thierry Bibi, ich fahre sofort nach Marseille. Ach, Marseille. Hey, Kleine, was kostet das? 150 Euro, ist aber echt Silber. Und selber gemacht, so wie diese Ringe hier. Und bitte? Nur 25 Euro, so welche mache ich gerade. Was ist denn das denn Mark? 8 Mark, aber sie ist schon so nett, das haben wir für sie 7 Mark. Na gut. Ich weiß nicht, ob es ein Trost für Frau Leuper wäre, zu wissen, dass Luis, den sie Maximilian getauft hatte, noch lebte. Irgendwo zusammen mit Laura und Thierry Bibi. Hey, dass du Angst hast, wusste ich ja gar nicht. Thierry Bibi hat Angst vor nichts, außer vor Pferden. Ist Laura zu Hause? Sie arbeitet. Thierry Bibi möchte auch arbeiten. Und du kochst. Du kaufst ein, du passt auf unser Geld auf, damit es uns keiner klaut. Hä? Mhm. Stimmt. Thierry Bibi hat Augen, 2 Ohren und eine Nase. Genau. Ich möchte bitte mal eine Runde reiten. Aber sicher doch. Carla, Pina und Freddy wurden durch Vermittlung von Pater Johannes Fischer in einer unserer Internatsschulen aufgenommen. Brigitte wurde von einem Ehepaar in Innsbruck adoptiert. Ein Mailänder Kind fand seine Eltern wieder. 2 wurden in ein Heim eingewiesen. 3 flüchteten. Ich habe jetzt ein Jahr Zeit nachzudenken über meine Vorstellungen und meine Ziele. Thierry Bibi hat gut gekocht. Sehr gut. Tomatensoße mit ein bisschen guten Chili. Oh, gib her. Oh, oh Mann, ist das... Gib mir noch einen Schluck. Noch ein bisschen, hä? Mother.
München Live, Chefredaktion. Guten Morgen. Ah, Moment. Kommen Sie bitte, guten Morgen, meine Damen und Herren. Ja, ja. Was ist das? Ja, bitte gehen Sie durch. Ach, guten Abend, Herr Kommissar. Wir müssen schon guten Morgen sagen, Herr Glass. Ich freue mich, dass ihr gekommen seid. Warum freuen Sie sich denn, Herr Kommissar? Wir sehen uns doch sowieso in ein paar Stunden, also gleich. Bitte nehmen Sie Platz. Sie entschuldigen mich einen Augenblick. Tee, Kaffee, Mineralwasser, ich lasse was bringen. Cognac, zwei. Nein, danke. Ja. Hallo? Ja. Herr Glass. Was läuft hier ab, Frau Donnerstag? Kinder, ich weiß es nicht. Ich weiß auf gar nichts eine Antwort. Ich habe mir die Akten per Kurier aus Bielefeld kommen lassen. Wie kann nach all den Jahren diese Frau die Kinder wiedererkennen? Nur durch das Amulett? Die Frau hat im Fernsehen gar nichts gesehen. Aber der tüchtige Herr Jakobs hat ein hervorragendes Archiv. Seinerzeit hat die Entführung des Jungen ungeheures Aufsehen erregt. Und das Amulett spielte eine wichtige Rolle. Wieso nur des Jungen? Laura trägt doch das Amulett. Was flüstert ihr denn da? Die Zeitung hat eure Mutter gefunden. Mhm. Und wo ist sie? Morgen. Bitte sehr, meine Herrschaften. Ich hatte fast die Hoffnung aufgegeben, dich wiederzufinden. Platz in Norditalien vor 12 Jahren. Du hast vor dem Wohnwagen gespielt und auf einmal warst du nicht mehr da. Einfach weg. Sie haben nicht mal Lösegeld von uns verlangt. Nichts. Du warst einfach verschwunden. Du bist mein Sohn, Max. Dein Vater ist gestorben. Ich habe wieder geheiratet. Du bist mein einziges Kind. Wir werden uns aneinander gewöhnen müssen, aber wir schaffen das. Bestimmt. Bitte, Louis, nimm sie. Sie war nie von unserer Mutter. Sie ist von deiner Mutter. Warum denn? Ich habe mir immer eine Tochter gewünscht. Laura ist meine Schwester. Natürlich, Max. Du heißt Laura? Nein, 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 nein! Sie sind nicht meine Mutter. Ich bin kein Max, sondern Louis. Laura. Du bist meine Schwester. Immer schon. Aber der Passionier hat es gesagt.
Der Possen hier lügt. Er hat immer gelogen. Aber die Mariola hat es auch gesagt. Die Mariola hat dem Possen je geglaubt. Sie bleibt auch deine Schwester. Ich habe meinen Sohn und seine Schwester wiedergefunden. Laura, wir gehen. Max. Luis. Oder Max. Ich kann das nicht gestatten. Du musst bei deiner Mutter bleiben. Ich müsste dich sogar dazu zwingen. Komm. Ihr werdet zusammenbleiben. Max. Ich wollte einfach losrennen. Springen. Einfach durch die Glasscheibe rennen und dann springen. Weit weg. Die Zeitschrift hatte ihre Exklusivstory. Ich habe nie danach gefragt, ob das Ehepaar Läuper für diese Story Geld angenommen hatte. Ich wollte es nicht wissen. Aber ich bin sicher, Frau Läuper hat keinen Pfennig genommen. Und mach die Soße so wie Laura, sonst schmeckt sie nicht. Geh ins Bad und wasch dir die Farbe aus dem Gesicht. So komme ich aber besser an. Dann werden wir jetzt alle zwei ins Bad gehen und ich werde dir helfen, dein Gesicht wieder sauber zu kriegen. Das ist mir vollkommen egal. Sei mal hier weg in diesem Schuppen, Sebastian. Solange die Polizei noch Fragen hat, bleiben wir hier zusammen. Wie kommen wir dann auch zu unseren Eltern? Wenn sie irgendjemanden findet. Auf jeden Fall ist es doch besser als in irgendeinem Jugendheim, oder? Ach, das stinkt langweilig. Stell dich nicht so an. Aber Luis, haben's jetzt gut. Die sind bei ihren Eltern im Hotel. Nur bei der Mutter, Freddy. Ach, na ja. Das tut doch weh. Ja, das ist genau das, was ich will. Und das mache ich jetzt jedes Mal, wenn du dich so anstreichst. Wie lange dauert es denn noch? Ja, gleich. Geh doch mal weg. Jetzt ganz genau, was ist denn? Nein, das brauchen Sie nicht. Fragen Sie mich gleich. Wenn Sie da bitte nichts anfassen, nein, nein, aber ein bisschen beiseite gehen. Hätte nachher ein paar Fragen, ja? Ja, 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 später, später. Max, das hat Sie doch ganz entspannt, Frau Leute. Das Interview-Mikro. Ach ja, danke schön. Könnten Sie bitte... Was denn? Das Papier bitte. Ach so, ja. Danke. Verzeihen Sie. Also Mucke, die Kamera macht ein tolles Bild. Was denn? Wenn Sie bitte nichts an der Kamera anfassen. Nein, 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 nein. Max, bitte. Luis, du musst uns einfach deine Geschichte erzählen. Mit Namen. Alles, was ihr erlebt habt. Alles. Das ist ungeheuer wichtig. Du hilfst anderen Kindern damit. Hm? Max, durch unser Beispiel helfen wir Familien, die die Hoffnung schon aufgegeben haben. Laura sollte mit vor die Kamera. Es ist wirklich wichtig. Ihr beide habt so viel zu erzählen. Wir sind nicht wichtig. Und wir haben auch nichts zu erzählen, klar? Sie können uns doch mal. Max! Du lass ihn doch. Nein. Max, ich verstehe euch besser, als ihr glaubt. Ich kann mich in eure Situation sehr gut hineinversetzen. Können Sie nicht. Alle unsere alten Freunde sind im Knast. Freunde? Was hältst du denn davon, wenn wir während des Interviews die Kleine und den Jungen was vorführen lassen? So ein Taschendiebstahl oder so. Das wäre stark. Weil der Mist an die Öffentlichkeit muss. Luis hat Laura und die anderen aus der Scheiße gezogen. Na, kommen Sie schon. Entschuldigen Sie bitte. Einen Moment bitte. Sagen Sie, stimmt es, dass ein Junge die Kongressteilnehmer bestohlen hat? Nicht direkt. In die Kamera bitte. Etwas Geld und Schmuck. Es war ein Trick. Mhm. Es geht hier nicht nur um Diebstahl, es geht hier um viel mehr. Aha. Wie heißt du denn? Ist das deine Freundin? Nein, das ist meine Schwester. Ja, ja, sag ich doch. Gib viel Frank. Ich will doch nur, dass sie weitergeben, dass die Italiener und die Franzosen rückbestätigen. Ja, Ende. Hier werden Sie wohl kaum Beweismittel finden. Aber es wird mir Vergnügen bereiten, das Geschäft der Dame hochgehen zu lassen. Ich habe zu diesem Ereignis auch einen befreundeten Journalisten angerufen. Maresciallo. Mein Rechtsanwalt wird in Kürze hier... Contessa Sassoli della Risata. Es ist sicher gut, dass er kommt. Ein Journalist Molini ist Ihnen, nehme ich an, kein Begriff. Nein, Maresciallo, er ist mir kein Begriff. Ich denke, es ist wirklich gut, dass Ihr Anwalt gleich kommen wird. Ihr Freund und Partner, der Poissonnier, ist nämlich in München festgenommen worden. Und er hat geredet.
Madonna, warum trifft es denn immer nur die Kleinen? Kommissarin, ich könnte Ihnen sagen, wen Sie verhaften sollen. Wir müssen es ausmachen und die machen sich die Hände nicht. Ich muss sich die Beine herrschaffen. Ich habe alles bei der Polizei noch gehört getan. Werden. Alles. Nein, kein Kommissar. Ist Ihre Mandantin verantwortlich? Sie müssen nein, nein, nein. Kommissar, wären Sie bereit zu einem Exklusivinterview mit unserem Blatt? Wo halten Sie Ihre Komplizen? Nein, und weg. Wo sind die Kinder? Wie heißt du? Weiter, wie ist eure Familienname? Familienname? Du wirst doch irgendeinen Namen haben. Ja, viele Namen. Hört ihr einer Jugendbande an? Woher kommt ihr? Komm aus Italien, das ist mein Bruder Luis. Waren Sie schon mal in Italien? Bitte, Herrschaften, treten Sie jetzt beiseite. Bitte. Ich kenne die Kinder ja schon seit längerer Zeit, und, aber eigentlich möchte ich überhaupt nicht. Wie hast du die Gäste bestellt? Sebastian, was soll das? Komm doch mal, bitte. Ja, danke. Gehen Sie bitte mal raus. Gehen Sie bitte. Danke. Setzt euch mal daneben, jawohl. So, jetzt mal ganz ruhig. Jetzt erzähl mal ganz ruhig hier in diese Kamera. Da gibt doch deiner Schwester mal den Kuss hier in diese Kamera. Meine Damen und Herren, bitte, darf ich Sie jetzt um Ruhe bitten? Ich darf unsere Ermittlungen zwar nicht vorgreifen, aber so viel möchte ich sagen. Diese beiden Kinder sind unschuldige Opfer von überführten Tätern. Die meinen Kollegen in Marseille, in Mailand und auch in München seit langem bekannt waren, gegen die uns aber wasserdichte Beweise fehlten. In der letzten Stunde ist es uns gelungen, alle erwachsenen Beteiligten dieser Bande dingfest zu machen. Herr Kommissar, ist es richtig, dass Luis in Ihrem Auftrag gehandelt hat? Nein, so können Sie das nicht sagen. Schließlich ist die Polizei nicht dazu da, Kinder und Jugendlichen zu Straftaten zu verleiten. Aber eines möchte ich klar und deutlich machen. Dass die Festnahme der Hintermänner nur durch seine Handlung in der letzten Nacht und in der letzten Stunde möglich war. Ich habe gute Papiere für die Anklagebehörde. Was geschieht denn jetzt mit den Kindern? Ja. Los! Entschuldigen Sie, das ist wohl Ihre Uhr. Ich hatte sie mir kurz ausgeliehen. Ja, danke. Und das ist wohl Ihr Feuerzeug. Ja. Danke, mein Junge. Herr Kommissar, was geschieht denn mit den Kindern? Wie viele sind es? Es wird alles geschehen, was dem Wohl der Kinder dient. Das steht doch außer Frage. Sind doch noch Kinder. Nach unseren Gesetzen sind sie noch nicht strafmündig. Und wenn du mal was brauchst, dann kommst du einfach zu mir. Brauchen wir nicht. Wir haben uns. Danke, wir brauchen wirklich nichts. Was hast du am liebsten geklaut, Luis? Gold, Schmuck oder was? Kannst du auch Messer werfen? Lass mich meinen Bruder zu viel. Lass uns nicht in Ruhe. Wir haben überhaupt nirgends geklaut. Wir haben immer alles abgegeben. Lassen Sie das doch. Sie sind doch die Lara, du kommst mit mir. Moment, hören Sie doch endlich auf. Ja, fragt Sie nicht, wir haben ja schon so viel gefragt. Sie sehen doch, dass die Kinder übermüdet sind. Das ist ja wirklich eine tolle Sache, die du da angestellt hast. Alle Achtung, bist du tapfer, Benner. Ja, klar, sicher.
Ihr beiden, wollt ihr auch was? Hm? Nicht? Bestimmt nicht? Was sag mal. Vicky will auch. So, Vicky will auch was. Ja, dann gibst du was aus deinem Glas. Reicht bestimmt für euch beide. Pass auf, dass nicht weg ist. So, und jetzt kommt die Vicky wieder dran. Dann gibst du dir noch was. Vielleicht noch Durst, schau. So, jetzt hat sich ganz hat die Geschichte. Wenn ihr in den Garten wollt, müsst ihr es bloß sagen. Wie bitte? Ach, keine Angst, wir sind hier doch nicht im Gefängnis. Wollen wir in den Garten, ja? Die Mariola, die Wischida und dein Freund Luc aus Marseille und der Monteur, sie sind alle verhaftet für uns, alle. Da hätte ich dir damals in Mailand nicht nur die Hand, sondern gleich den ganzen Bauch aufschlitzen sollen. Was hättet ihr mit den Kindern gemacht, wenn sie älter wären? Wenn sie in Italien nicht mehr arbeiten können oder in Frankreich oder sonst irgendwo? Weil sie erwachsen werden? Ja, schau mal. Der Poissonnier hat mich meinen Eltern abgekauft, als ich 4 war. Einfach so. Ich war nie besonders gut, also kein Spezialist in dem Sinne. Aber er hat mich behalten, weil ich alle Tricks beherrsche. Was weißt du vom Leben? Schau mal, meine Kinder haben was gelernt fürs Leben, das kann ihnen keiner nehmen. Die lieben mich sogar, ob das glaubst du denn nicht? Den Poissonnier nicht. Das war schon immer ein Schwein. Kinderentführung, Mordversuch und so weiter und so weiter. Ich schütte ihm ganz recht. Guck mal, ich komme in 1-2 Jahren wieder raus, die Mariola auch. Und du hast die Kinder gerettet. Deine heile Welt wird sie auffressen. Herzlichen Glückwunsch, du Arschloch. Ja, guck doch nicht so blöd. Du weißt ja genau, dass ich recht habe. Die Zeitschriften werden sie ausquetschen und zu Tode fotografieren. Was ist jetzt mit Laura und Louis? Sag! Weißt du, woher sie kommen? Kennst du ihre Eltern? Nee. Weiß ich nicht. Und der Einzige, der es weiß, der Poissonnier, der wird nichts sagen. Es gibt eine bessere Welt als deine kurze. Tut es mir leid. Kann ich dich mal besuchen? Wie heißt du eigentlich mit richtigen Namen? Ich weiß es nicht. Hans oder Giovanni oder Jean. Wie es beliebt. Ich kenne meinen Namen nicht, genauso wenig wie Laura und Louis ihre eigenen Namen. Ja, besuch mich mal. Ich will dir sicher helfen. So. Wiedersehen, danke. Na? Nichts. Er weiß nichts. Wir müssen zurück zu den Kindern. Jetzt endlich. So,
Da sind sie. Das sind sie. Und Laura, ne? Wir wollen weg hier. Was soll denn der Scheiß hier? Vielleicht bringt er uns noch Eis am Stiel mit. Wenn uns da draußen nicht jeder kennen würde, wären Laura und ich schon längst weg. Ich soll euch vom Kurzo grüßen. Ach, tausend Dank. Hast du auch mit dem Passionier geredet? Der wollte nicht mit mir sprechen. Mit so einem Schwein sollte man auch nicht reden. Also, der Kommissar hatte einen ganz guten Vorschlag. Und ohne euch zu fragen, habe ich ja gesagt. Hm? So, einen Monat können wir hier bleiben. Ich kann Auto fahren, telefonieren, aber kochen kann ich gar nicht. Da wird sich wohl einer finden müssen, der das für uns macht. Aber besser als das Heim ist es doch, oder nicht? Vorläufig. Was willst du jetzt eigentlich machen, Frau Donnerstag, hä? Naja, ich gehe jetzt einkaufen, damit du kochen kannst. Du kannst doch kochen. Es ist besser, wenn ich uns etwas koche. Das habe ich auch bei der Mariola gelernt. Was wollt ihr? Spaghetti mit Soße. Hey, und ihr? Ja. Ist doch schon mal gut. Ich kann einen Salat machen. Auch gut. Setz dich mal hin. Was? Setz dich hin. Schreib mit. Kannst du überhaupt schreiben? Ja. Hast du mal eingekauft und gekocht? Nein, ich habe bisher nur gebetet. Aha, ein sehr guter Witz, Frau Donnerstag, also, bitte. Spaghetti. Spaghetti. Drei Pfund? Ja, nun schreib. Und Kopfsalat. Kopfsalat. Die Wohnung konnte nur eine Übergangslösung für die Kinder sein. Aber was sollte dann aus ihnen werden? Ich wusste es auch nicht. Das Jugendamt hielt es zunächst für das Beste, dass Juliana und ich mich um die Kinder kümmerten. Aber wie lange? Hallo? Vater Sebastian Kass? Ja? Jakobs. Mich treibt mein Interesse an den Kindern zu Ihnen. Lauern Sie mir hier auf? Was wollen Sie? Ich muss nach Hause. Ich möchte mein Interesse an den Kindern exklusiv nutzen. Ach so. Sie sind also Journalist? Guten Tag. Ich möchte für Laura und Louis Exklusivverträge abschließen. Ich kann keine Exklusivrechte verkaufen. Und die Kinder dürfen es nicht, weil sie minderjährig sind. Im Übrigen halte ich Ihr Angebot für unmoralisch. Die Frage, wer wessen Recht hält und wer darüber verfügen darf, ist eine Frage für meine Anwälte. Laura und Louis erhalten auf jeden Fall eine sechsstellige Summe. Das ist ein Einstieg für eine bessere Zukunft. Eine Ausbildungsfinanzierung wäre möglich. Dummerweise bin ich nicht der Vater. Witzig, nicht? Sie wollen also für Geld das Leben dieser Kinder kaufen und damit die Auflage ihrer Zeitschrift steigern. Sagen wir es so. Erscheinen wird die Story über die beiden Kinder auf jeden Fall. Spätestens seit den Ereignissen von gestern. Es liegt allerdings an Ihnen, wie diese Story aussehen wird. Ich bin manchmal ein bisschen langsam. Was soll das heißen? Das soll heißen, die Meisterräuber von Mailand oder die verlorenen Kinder. Ich kann aber auch schreiben lassen, helft den Kindern oder die unschuldigen Opfer. Im ersten Fall haben wir nur eine gute Story. Im zweiten Fall haben wir aber die Möglichkeit, gegen ein entsprechendes Honorar eine vierteilige Serie über Leben und Zukunft der Kinder zu veröffentlichen, um ihnen, und das verspreche ich, die besten Aussichten für ein neues Leben zu verschaffen. Um ihnen wirklich zu helfen. Entspricht nicht dem Selbstverständnis meiner Lebensauffassung, mich mit Ihnen darüber zu unterhalten, Herr Jakobs. Sie haben in den letzten Monaten in diesem Fall sehr eng mit einer hübschen jungen Dame aus Italien zusammengearbeitet. Meine Mitarbeiter haben mir berichtet, dass Sie ein sehr vertrauliches Verhältnis zu dieser Dame hatten. Stimmt. Signorina Giuliana Maione ist sehr attraktiv. Ich biete Ihnen 150 bis 200.000 Mark. Na, hat's geschmeckt? Ja. Meinst du, dass wir jetzt in der Glotze sind? Ja, müsste eigentlich jetzt sein.
Nach Meldung des Bundeskriminalamtes rechnet die Interpol in Europa mit einigen tausend Kindern, die in kriminelle Banden vereinigt für Erwachsene Straftaten begehen. Ein Phänomen, das in ganz Europa zuzunehmen scheint. Organisierte Kinderkriminalität, Kinderprostitution, Betteltätigkeit. Ein Bandenmitglied, der minderjährige Luis Brunner, lieferte durch einen spektakulären Akt seine Peiniger der Polizei aus. Bilder aus München von heute Morgen. Den Bericht stellte. Ich heiße Sebastian Krass, studiere Theologie und Philosophie in München und bin Jesuit. Pater Rektor Johannes Fischer gestattete mir, meine Semesterferien in Mailand zu verbringen. Die drei Kinder, Thierry, Bibi, Laura und Luis, hatten mich vor einigen Wochen in Mailand beraubt. Seither war ihr Schicksal und meins verknüpft. Sie gehören einer Kinderbande an, die von erwachsenen Gaunern wie der Mariola organisiert wurde. Der Poissonnier war der Chef der Bande. Er, also der Fischhändler, sorgte auch für Nachschub an Kindern. Teilweise kaufte er sie armen Eltern ab, es war aber nicht ausgeschlossen, dass er von der Straße weg oder von Flughäfen Kinder entführte. Luis hatte den Poissonnier durch sein mutiges Verhalten furchtbar gereizt. Der Poissonnier tauchte in München auf und ließ Laura von Curzo, seinem Handlanger, entführen. Lass mich los! Du musst zeigen, wie viel du bei der Mariola gelernt hast. Mein Ratschlag war nicht nur gefährlich, sondern wie sich herausstellen sollte, auch unüberlegt. Luis sollte seine kriminellen Fähigkeiten in den Dienst dieser, wie ich damals noch meinte, guten Sache stellen. Was hat er anderes gelernt, als zu rauben, zu stehlen, einzubrechen, Schlösser zu öffnen? Ich war sehr naiv. In einer Stunde lege ich den Passion hier aufs Kreuz. Am Wetterhäuschen und pünktlich sein, klar? Hier will ich langsam runter. Machen Sie sich schon mal bereit. Okay. Die vom Roten Kreuz werden ihren Hubschrauber vielleicht schon etwas vermissen, aber obwohl, sie kriegen ihn ja wieder. Komm, rück die Sachen raus. Gleich kommt Laura, dann hast du sowieso gewonnen. Du solltest froh sein, dass ich gekommen bin. Wenn der Postenier hier wäre, der hätte dich schon längst aufgeschlitzt. Du weißt doch genau, nur ich kann dir helfen. Ich sehe Laura nicht. Ich bin nicht nur blöd, ich bin auch intelligent. Hast du dem Postenier etwa nicht zugehört? Na komm schon. Rück's raus. Nimm es dir doch. Vielleicht ist es in diesem Plastiksack? Oder in dem da? Ihr habt mich doch bestimmt beobachtet. In einem dieser Plastiksäcke ist es. Aber ich werde nur Laura sagen, in welchem. Sind Sie da vorne? Da sind Sie. Okay.
Polizei kommt da nicht lebend raus! Oh doch! Du bluffst! Du hast doch nichts zu angeben! Wie du meinst, Beschänder. Aber die Wahrheit sage ich nur Laura. Du wirst das dreckige Geld und den Schmuck holen. Versprochen ist versprochen. Na, was ist? Ja, nix bisher. Verdammter Dreckskerl, ich hätte dir schon als Kind alle Knochen brechen sollen. Ender, Luis! Bleib da, wo du bist, Laura. Ach, und wirf mal eine Probe rüber. Achtung, Polizei, wer ist? Na endlich! Halt stehen bleiben, Polizei, Hände hoch! Oh, meine Kleine. Ja, komm. Frau Sonnier, sagen Sie bitte nicht, dass Sie diese Kinder nicht kennen und Sie wieder einmal mit der ganzen Angelegenheit nichts zu tun hätten. Sie dürfen schweigen, das ist Ihr Recht, aber es nutzt nichts. Darf ich um das Feuerzeug bitten? Das allein beweist, dass Sie Luis kennen und Laura. Laura, gib mir mal den Sack, bitte. Hier, pass. Die Uhr wird Ihrem rechtmäßigen Eigentümer gleich zurückgegeben, wie auch das Feuerzeug. Der Rest von Luis Beute hat bereits den Weg zu seinen Eigentümern gefunden. Wie gewonnen, so zerronnen. Abführen. Zum Hochzeitstag von meiner Frau. Und ich habe nichts gemerkt. So, meine Damen und Herren. Es ist, soweit ich sehen kann, alles Gestohlene wieder da. Hoffe ich. Hier habe ich die Liste, die wir in der Nacht aufgestellt haben. Wenn ich Sie jetzt bitten darf, einzeln dem Alphabet nach. Nein, aber nicht so viel. Nicht so schnell. Nein, danke. Pfarrer Sebastian Kras? Frater, ja? Kenne von Physik. Wo? Kras, ja? Danke! Juhu! Das hat funktioniert! Luis hat es hingekriegt, ausgetrickst, angeschmiert. Ich werde noch wahnsinnig! Oder bin ich ja schon? Aber wo sind Laura und Luis jetzt? Auf die Brücke hier! Zu uns! Da freu dich doch! Warum hierher? Was sollen Sie hier bei diesen Geiern von Reportern? Zusammen meine Kollegin Sibylle Warnke. Wie heißt du denn? Ist das deine Freundin? Nein, das ist meine Schwester. Und was sagen denn deine Eltern dazu? Ich höre einer Jugendbande an. Woher kommt ihr? Ich komme aus Italien und das ist mein Bruder Luis. Waren Sie schon mal in Italien? Von dem jungen Luis Brunner wissen wir, dass er jahrelang in Mailand als Dieb ausgebildet wurde. Er beendete sein kriminelles Dasein, indem er in einer spektakulären Aktion die Besucher eines Kongresses der Gold- und Schmuckwarenhersteller in der vergangenen Nacht beraubte. Wir fragten dazu den Kommissar. Was geschieht denn jetzt mit den Kindern? Tja... Hey, das war gut. Laura, du kommst mit mir. Jetzt hören Sie doch endlich auf. Sie sind doch schon genug. Komm her. Ja, ist wohl nicht gut. Ja, warten Sie nicht. Wir haben das so viel gefragt. Den Hintermännern drohen langjährige Haftstrafen. Es handelt sich um einen deutschen Staatsangehörigen und um einen Mann, der Poissonnier genannt wird. Wir werden Sie im Weiteren über die Entwicklung in diesem Fall auf dem Laufenden halten. Erschütternde Bilder aus München.
bleibt nachzutragen, dass seit einigen Monaten ein junger Theologe diesen Kinderbanden auf der Spur blieb. Herzlichen Glückwunsch, Frater Sebastian Krass. Und nun zum Sport, meine Damen und Herren. In Wimbledon hat... Na, dafür kommst du sicher ganz schnell in den Himmel, Frater Noster. Ich bin es, Sebastian. Was gibt's denn? Tut mir leid, dass ich so spät störe, aber ich muss unbedingt mit Ihnen sprechen. Und jetzt das auch noch. Es ist ja noch nicht so spät. Du bist nicht müde, ich bin nicht müde. Also, komm. Gehen wir ins Refektorium. Trinken wir einen Tee. Das Interesse an den Kindern wird sich ganz schnell legen. Es wird sich ändern, wie das Wetter. Aber 150 bis 200.000 Mark für eine bessere Zukunft. Das ist würdelos. Weißt du, Sebastian, die Schuld trifft mich genauso wie dich. Ja. Du wolltest und solltest das Unrecht bekämpfen. Du hast gesiegt, ist gut so. Aber was geschieht jetzt mit den Kindern? Wir könnten sie einer unserer Schulen anvertrauen. Keines von den Kindern will in eine Schule. Weißt du, dass drei Frauen und zwei Männer glauben, in Laura und Luis ihre Kinder erkannt zu haben? Kannst du dir vorstellen, dass jemand nach 10, 12 oder 13 Jahren seine Kinder wiedererkennt? Nein. Doch. Eben. Lasset die Kinder zu mir kommen und wehret es ihnen nicht. Aber die Kinder wehren sich. Ach. Schau, Sebastian, ich könnte dich für ein Jahr beurlauben. Dann wärst du der jüngste Adoptivvater der Welt. Versuch es. Das ist bestimmt eine spannende Aufgabe für einen jungen Jesuiten. Mm-mm. Herbert, einer der Jungen, der ist heute Morgen aus dem Jugendheim getürmt. Ruckzuck über die Mauer, weg ist er. Ach, man wird ihn bestimmt wiederfinden. Ja, aber ist denn das gut? Vielleicht ist es besser, wenn er nie gefunden wird. Ich habe mich für ein Leben im Orden entschieden. Und das ist auch ein anderes Leben. Warum sollen diese Kinder sich nicht auch selbst entscheiden dürfen? Ja, weil sie Opfer sind. Opfer von Verbrechern. Und diesen Kindern muss geholfen werden. Ja, aber ich habe Laura und Luis durch meine verrückten Ideen doch zum zweiten Mal zu Opfern gemacht. Also, wie entscheidest du dich? Wir warten hier seit über 12 Stunden. Vater Krass. Verschwinden Sie, Herr Jakobs. Unterlassen Sie das. Oder ist sowieso, dass Sie relativ neu in die Tür eingestürmt haben? Vater, bitte. Ich gebe ein seriöses Nachrichtenmagazin heraus. Kein Revolverblatt. Natürlich hätte ich unten auf Sie warten können. Aber hier oben können wir besser miteinander reden. Kennen Sie das? Nein. Wir haben in unserem Archiv nach Hinweisen auf die Mutter gesucht. Und wir haben diese Frau jetzt gefunden. Sie heißt Leuper. Bitte holen Sie Laura und Luis. Wissen Sie, wie spät das ist? Diese Frau Leuper ist die Mutter. 300.000 Mark für die Kinder und die Mutter. Das gehört nicht zu der Art mit Menschen, die mir sympathisch sind. Eher widerlich. So spricht kein Priester. Präzise gesagt, Sie sind ein Schwein. Danken Sie Ihrem lieben Gott, dass ich nicht nachtragend bin. Holen Sie die Kinder. Ich warte mit Frau Busch weg unten.
Hier, Ostbahnhof. Hallo. Es waren mindestens 50 Anrufe. Wir sind hier ganz unter uns. Journalisten bekommen eben alles raus. Ich melde mich schon nur noch mit Ostbahnhof. Vielleicht lässt man uns dann irgendwann in Ruhe. Da unten stehen ein halbes Dutzend Bullen in Zivil rum. Und passen auf uns auf. Und das schon die ganze Nacht. Ich habe keinen einzigen gesehen. Hier, Ostbahnhof! Aber den Mann und die Frau, die vorhin vor der Tür standen, die hast du gesehen, oder? Was wollten die denn? Morgen früh um 9 soll ich bei der Polizei gegen den Poissonnier und die anderen aussagen. Erst ich allein und dann die anderen. Mariola, ihre Baby? Kommt mit. Frag nicht. Kommt einfach mit. Aber Sie müssen doch wenigstens was anziehen. Was anziehen? Ja, hier Ostbahnhof. Sag ich ja. Bullen. Schließlich habe ich Augen, Ohren und eine Nase. Tatsächlich. Ist was damit? Nein, nein. Bitte steigen Sie ein. Ja, wer ist denn das? Bitte! Wir sollten lieber einsteigen. München Live, Chefredaktion. Guten Morgen. Moment. Kommen Sie bitte, guten Morgen, meine Damen und Herren. Ja, bitte gehen Sie durch. Ach, guten Abend, Herr Kommissar. Wir müssen schon guten Morgen sagen, Herr Grass. Ich freue mich, dass ihr gekommen seid. Warum freuen Sie sich denn, Herr Kommissar? Wir sehen uns doch sowieso in ein paar Stunden, also gleich. Bitte nehmen Sie Platz. Sie entschuldigen mich einen Augenblick. Tee, Kaffee, Mineralwasser, ich lasse was bringen. Cognac, zwei. Nein, danke. Ja. Hallo? Ja. Was? Was läuft hier ab, Frau Donnerstag? Kinder, ich weiß es nicht. Ich weiß auf gar nichts eine Antwort. Ich habe mir die Akten per Kurier Spielefeld kommen lassen. Sie kann nach all den Jahren diese Frau die Kinder wiedererkennen. Nur durch das Amulett? Die Frau hat im Fernsehen gar nichts gesehen. Aber der tüchtige Herr Jakobs hat ein hervorragendes Archiv. Seinerzeit hat die Entführung des Jungen ungeheures Aufsehen erregt. Und das Amulett spielt eine wichtige Rolle. Wieso nur des Jungen? Laura trägt doch das Amulett. Was flüstert ihr denn da? Die Zeitung hat eure Mutter gefunden. Mhm. Und wo ist sie? Morgen. Danke. Morgen. Bitte sehr, meine Herrschaften. Die Hoffnung aufgegeben, dich wiederzufinden. Ich wusste, dass du wiederkommst.
einem Campingplatz in Norditalien. Vor 12 Jahren. Du hast vor dem Wohnwagen gespielt und auf einmal warst du nicht mehr da. Einfach weg. Sie haben nicht mal Lösegeld von uns verlangt. Nichts. Du warst einfach verschwunden. Du bist mein Sohn, Max. Dein Vater ist gestorben. Ich habe wieder geheiratet. Du bist mein einziges Kind. Wir werden uns aneinander gewöhnen müssen, aber wir schaffen das. Bestimmt. Du kennst die Melodie noch. Bitte, Louis, nimm sie. Sie war nie von unserer Mutter. Sie ist von deiner Mutter. Warum denn? Ich habe mir immer eine Tochter gewünscht. Laura ist meine Schwester. Natürlich, Max. Du heißt Laura? Nein, 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 nein! Sie sind nicht meine Mutter. Ich bin kein Max, sondern Louis. Laura. Du bist meine Schwester. Immer schon. Aber der Passionier hat es gesagt. Der Passionier lügt. Er hat immer gelogen. Aber die Mariola hat es auch gesagt. Die Mariola hat dem Passionier geglaubt. Sie bleibt auch deine Schwester. Ich habe meinen Sohn und seine Schwester wiedergefunden. Laura, wir gehen. Max. Louis. Oder Max. Ich kann das nicht gestatten. Du musst bei deiner Mutter bleiben. Ich müsste dich sogar dazu zwingen. Komm. Ihr werdet zusammenbleiben. Max. Ich wollte einfach losrennen. Springen. Einfach durch die Glasscheibe rennen und dann springen. Weit weg. Die Zeitschrift hatte ihre Exklusivstory. Ich habe nie danach gefragt, ob das Ehepaar Läuper für diese Story Geld angenommen hatte. Ich wollte es nicht wissen. Aber ich bin sicher, Frau Läuper hat keinen Pfennig genommen. Und mach die Soße so wie Laura, sonst schmeckt sie nicht. Geh ins Bad und wasch dir die Farbe aus dem Gesicht. So komme ich aber besser an. Dann werden wir jetzt alle zwei ins Bad gehen und ich werde dir helfen, dein Gesicht wieder sauber zu kriegen. Das ist mir vollkommen egal. Bleib mal ewig in diesem Schuppen, Sebastian. Solange die Polizei noch Fragen hat, bleiben wir hier zusammen. Wie kommen wir dann auch zu unseren Eltern? Wenn sie irgendjemanden findet. Auf jeden Fall ist es doch besser als in irgendeinem Jugendheim, oder? Ach, das stinkt langweilig. Stell dich nicht so an. Aber Louis, haben's jetzt gut. Die sind bei ihren Eltern im Hotel. Nur bei der Mutter, Freddy. Ach, na ja. Das tut doch weh. Ja, das ist genau das, was ich will. Und das mache ich jetzt jedes Mal, wenn du dich so anstreichst. Wie lange dauert es denn noch? Ja, gleich. Geh doch mal weg. Jetzt ganz genau, was ist das? Nein, das ist warum Sie das überhaupt nicht. Sie fragen Sie mich gleich. Wenn Sie da bitte nichts anfassen, nein, nein, aber ein bisschen beiseite gehen. Hätte nachher ein paar Fragen, ja? Ja, 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 später, später. Max, das hat Sie doch ganz entspannt, Frau Leute. Ah, hier das ist Interview-Mikro. Ach ja, danke schön. Könnten Sie bitte. Was denn? Das Papier bitte. Ach so, ja. Danke. Verzeihen Sie. Also, Mucke, die Kamera macht ein tolles Bild. Was denn? Wenn Sie bitte nichts an der Kamera anfassen. Nein, 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 nein. Max, bitte. Louis, du musst uns einfach deine Geschichte erzählen. Mit Namen. Alles, was ihr erlebt habt. Alles. Das ist ungeheuer wichtig. Du hilfst anderen Kindern damit. Max,
Durch unser Beispiel helfen wir Familien, die die Hoffnung schon aufgegeben haben. Laura sollte mit vor die Kamera. Es ist wirklich wichtig. Ihr beide habt so viel zu erzählen. Wir sind nicht wichtig. Und wir haben auch nichts zu erzählen, klar? Sie können uns doch mal. Max! Du lass ihn doch. Mein Max. Ich verstehe euch besser, als ihr glaubt. Ich kann mich in eurer Situation sehr gut hineinversetzen. Können Sie nicht. Alle unsere alten Freunde sind im Knast. Freunde? Was hältst du denn davon, wenn wir... Von Reportern. Weil der Mist an die Öffentlichkeit muss. Luis hat Laura und die anderen aus der Scheiße gezogen. Ach, kommen Sie schon. Entschuldigen Sie bitte. Einen Moment bitte. Sagen Sie, stimmt es, dass ein Junge die Kongressteilnehmer bestohlen hat? Nicht direkt. Die Kamera bitte. Etwas Geld und Schmuck. Es war ein Trick. Mhm. Es geht hier nicht nur um Diebstahl. Mhm. Es geht hier um viel mehr. Aha. Wie heißt du denn? Ist das deine Freundin? Nein, das ist meine Schwester. Ja, ja, sag ich doch. Tiefkühlschrank. Ich will doch nur, dass sie weitergeben, dass die Italiener und die Franzosen rückbestätigen. Ja, Ende. Hier werden Sie wohl kaum Beweismittel finden. Aber es wird mir Vergnügen bereiten, das Geschäft der Dame hochgehen zu lassen. Ich habe zu diesem Ereignis auch einen befreundeten Journalisten angerufen. Maresciallo. Mein Rechtsanwalt wird in Kürze hier... Contessa Sassoli della Risata. Es ist sicher gut, dass er kommt. Ein Journalist Molini ist Ihnen, nehme ich an, kein Begriff. Nein, Maresciallo, er ist mir kein Begriff. Ich denke, es ist wirklich gut, dass Ihr Anwalt gleich kommen wird. Ihr Freund und Partner, der Poissonnier, ist nämlich in München festgenommen worden. Und er hat geredet. Madonna, warum trifft es denn immer nur die Kleinen? Kommissario, ich könnte Ihnen sagen, wen Sie verhaften sollen. Wir müssen es ausmachen und Sie machen sich die Hände nicht. Ich muss sich die Feinherrschaft. Ich habe alles bei der Polizei noch gehört werden. Getan. Alles. Nein, kein Kommentar. Ist Ihre Mandantin beantwortet? Sie mich nicht holen. Nein, ich habe nicht holen. Wir bereiten gerade ein Exklusivinterview mit unserem Blatt. Wo halten Sie Ihre Komplizen versteckt? Und wo sind die Kinder? Wie heißt du? Weiter, wie ist eurer Familienname? Familienname? Du willst doch irgendeinen Namen haben. Ja, viele Namen. Hört ihr einer Jugendbande an? Woher kommt ihr? Ich komme aus Italien, das ist mein Bruder Luis. Waren Sie schon mal in Italien? Bitte, Herrschaften, treten Sie jetzt beiseite. Bitte. Ich kenne die Kinder ja schon seit längerer Zeit, und, aber eigentlich möchte ich überhaupt nicht. Wie hast du die Kette bestohlen? Sebastian, was soll das? Komm doch mal. Bitte. Ja, danke. Gehen Sie bitte mal auf. Gehen Sie bitte. Danke. Setzt euch mal daneben, jawohl. So, jetzt mal ganz ruhig. Jetzt erzähl mal ganz ruhig hier in diese Kamera. Dann gib doch deiner Schwester mal den Kuss hier in diese Kamera. Meine Damen und Herren, bitte, darf ich Sie jetzt um Ruhe bitten? Ich darf unsere Ermittlungen zwar nicht vorgreifen, aber so viel möchte ich sagen. Diese beiden Kinder sind unschuldige Opfer von überführten Tätern. Die meinen Kollegen in Marseille, in Mailand und auch in München seit langem bekannt waren. Gegen die uns aber wasserdichte Beweise fehlten. In der letzten Stunde ist es uns gelungen, alle erwachsenen Beteiligten dieser Bande dingfest zu machen. Herr Kommissar, ist es richtig, dass Luis in Ihrem Auftrag gehandelt hat? Nein, so können Sie das nicht sagen. Schließlich ist die Polizei nicht dazu da, Kinder und Jugendlichen zu Straftaten zu verleiten. Aber eines möchte ich klar und deutlich machen. Dass die Festnahme der Hintermänner nur durch seine Handlung in der letzten Nacht und in der letzten Stunde möglich war. Ich habe gute Papiere für die Anklagebehörde. Was geschieht denn jetzt mit den Kindern? Tja. Los! Entschuldigen Sie, das ist wohl Ihre Uhr. Ich hatte sie mir kurz ausgeliehen. Ja, danke. Und das ist wohl Ihr Feuerzeug.
Ja. Danke, mein Junge. Herr Kommissar, was geschieht denn mit den Kindern? Wie viele sind es? Es wird alles geschehen, was dem Wohl der Kinder dient. Das steht doch außer Frage. Sind doch noch Kinder. Nach unseren Gesetzen sind sie noch nicht strafmündig. Und wenn du mal was brauchst, dann kommst du einfach zu mir. Brauchen wir nicht. Wir haben uns. Wir brauchen wirklich nichts. Was hast du am liebsten geklaut, Louis? Gold, Schmuck oder was? Kannst du auch Messer werfen? Lass ihn meinen Bruder zu viel. Lass ihn nicht in Ruhe. Wir haben überhaupt nirgends geklaut. Wir haben immer alles abgegeben. Lassen Sie das doch. Sie sind doch die Kinder von Lara, du kommst mit mir. Moment, können wir doch endlich raus. Ja, fragt ihr nicht, wir haben ja schon so viel gefragt. Sie sehen doch, dass die Kinder übermüdet sind. Jetzt mal nicht schlecht. Das ist ja wirklich eine tolle Sache, die du da angestellt hast. Alle Achtung, bist du tapfer, Benner. Ja, klar, sicher. Na, ihr beiden, wollt ihr auch was? Hm? Nicht? Bestimmt nicht? Was sag mal. Die Biggie will auch was. Ja, dann gibst du dir was aus deinem Glas. Reicht bestimmt für euch beide. Pass auf, dass nicht kleckerst. So, und jetzt kommt die Biggie wieder dran. Dann gibt's dir noch was. Halt noch durch, schau. So, jetzt hat sich ganz viel gesprochen. Du machst auch was. Nee? Mann! Und wenn ihr in den Garten wollt, müsst ihr es bloß sagen. Wie bitte? Ach, keine Angst, wir sind hier doch nicht im Gefängnis. Wollen wir in den Garten, ja? Die Mariola, die Wischida und dein Freund Luc aus Marseille und der Monteur, sie sind alle verhaftet worden. Alle. Ja, kleiner Priester. Da hätte ich dir damals in Mailand nicht nur die Hand, sondern gleich den ganzen Bauch aufschlitzen sollen. Was hättet ihr mit den Kindern gemacht, wenn sie älter wären? Wenn sie in Italien nicht mehr arbeiten können oder in Frankreich oder sonst irgendwo? Weil sie erwachsen werden? Ja, schau mal. Der Poissonnier hat mich meinen Eltern abgekauft, als ich 4 war. Einfach so. Ich war nie besonders gut, also kein Spezialist in dem Sinne. Aber er hat mich behalten, weil ich alle Tricks beherrsche. Was weißt du vom Leben? Schau mal, meine Kinder haben was gelernt fürs Leben, das kann ihnen keiner nehmen. Die lieben mich sogar, ob das glaubst du denn nicht? Der Poissonnier nicht. Das war schon immer ein Schwein. Kinderanführung, Mordversuch und so weiter und so weiter. Ich schütte ihm ganz recht. Guck mal, ich komme in 1-2 Jahren wieder raus, die Mariola auch. Und du hast die Kinder gerettet. Deine heile Welt wird sie auffressen. Herzlichen Glückwunsch, du Arschloch. Ja, guck doch nicht so blöd. Du weißt ja genau, dass ich recht habe. Zeitschriften werden sie ausquetschen und zu Tode fotografieren. Was ist jetzt mit Laura und Louis? Sag! Weißt du, woher sie kommen? Kennst du ihre Eltern? Nee. Weiß ich nicht. Und der Einzige, der es weiß, der Poissonnier, der wird nichts sagen.
Es gibt eine bessere Welt als deine kurze. Tut mir leid. Kann ich dich mal besuchen? Wie heißt du eigentlich den richtigen Namen? Ich weiß es nicht. Hans oder Giovanni oder Jean, wie es beliebt. Ich kenne meinen Namen nicht, genauso wenig wie Laura und Louis ihre eigenen Namen. Ja, besuch mich mal. Ich will dir sicher helfen. So. Danke. Na? Nichts. Er weiß nichts. Wir müssen zurück zu den Kindern. So, da sind sie. Da sind sie. Und Laura, ne? Wir wollen weg hier. Was soll denn der Scheiß hier? Vielleicht bringt er uns noch Eis am Stiel mit. Wenn uns da draußen nicht jeder kennen würde, wären Laura und ich schon längst weg. Ich soll euch vom Kurzo grüßen. Ach, tausend Dank. Hast du auch mit dem Frasioné geredet? Der wollte nicht mit mir sprechen. Mit so einem Schwein sollte man auch nicht reden. Also, der Kommissar hatte einen ganz guten Vorschlag. Und ohne euch zu fragen, habe ich ja gesagt. Hm? So, einen Monat können wir hier bleiben. Ich kann Auto fahren, telefonieren, aber kochen kann ich gar nicht. Da wird sich wohl einer finden müssen, der das für uns macht. Aber besser als das Heim ist es doch, oder nicht? Vorläufig. Was willst du jetzt eigentlich machen, Frau Donnerstag, hä? Naja, ich gehe jetzt einkaufen, damit du kochen kannst. Du kannst doch kochen, ne? Es ist besser, wenn ich uns etwas koche. Das habe ich auch bei der Mariola gelernt. Was wollt ihr? Spaghetti mit Soße. Hey, und ihr? Ja. Ist doch schon mal gut. Ich kann einen Salat machen. Auch gut. Setz dich mal hin. Was? Setz dich hin. Schreib mit. Kannst du überhaupt schreiben? Ja. Hast du schon mal eingekauft und gekocht? Nein, ich habe bisher nur gebetet. Ein sehr guter Witz, Frau Donnerstag, also, bitte. Spaghetti. Spaghetti. Drei Pfund? Drei Pfund? Ja, nun schreib. Und Kopfsalat. Kopfsalat. Die Wohnung konnte nur eine Übergangslösung für die Kinder sein. Aber was sollte dann aus ihnen werden? Ich wusste es auch nicht. Das Jugendamt hielt es zunächst für das Beste, dass Juliana und ich mich um die Kinder kümmerten. Aber wie lange? Hallo? Vater Sebastian Kass. Ja? Jakobs. Mich treibt mein Interesse an den Kindern zu Ihnen. Lauern Sie mir hier auf? Was wollen Sie? Ich muss nach Hause. Ich möchte mein Interesse an den Kindern exklusiv nutzen. Ach so. Sie sind also Journalist? Guten Tag. Ich möchte für Laura und Louis Exklusivverträge abschließen. Ich kann keine Exklusivrechte verkaufen. Und die Kinder dürfen es nicht, weil sie minderjährig sind.
Im Übrigen halte ich Ihr Angebot für unmoralisch. Die Frage, wer wessen Recht hält und wer darüber verfügen darf, ist eine Frage für meine Anwälte. Laura und Louis erhalten auf jeden Fall eine sechsstellige Summe. Das ist ein Einstieg für eine bessere Zukunft. Eine Ausbildungsfinanzierung wäre möglich. Dummerweise bin ich nicht der Vater. Witzig, nicht? Sie wollen also für Geld das Leben dieser Kinder kaufen und damit die Auflage ihrer Zeitschrift steigern. Sagen wir es so. Erscheinen wird die Story über die beiden Kinder auf jeden Fall. Spätestens seit den Ereignissen von gestern. Es liegt allerdings an Ihnen, wie diese Story aussehen wird. Ich bin manchmal ein bisschen langsam. Was soll das heißen? Das soll heißen, die Meisterräuber von Mailand oder die verlorenen Kinder. Ich kann aber auch schreiben lassen, helft den Kindern oder die unschuldigen Opfer. Im ersten Fall haben wir nur eine gute Story. Im zweiten Fall haben wir aber die Möglichkeit, gegen ein entsprechendes Honorar eine vierteilige Serie über Leben und Zukunft der Kinder zu veröffentlichen, um ihnen, und das verspreche ich, die besten Aussichten für ein neues Leben zu verschaffen. Um ihnen wirklich zu helfen. Entspricht nicht dem Selbstverständnis meiner Lebensauffassung, mich mit Ihnen darüber zu unterhalten, Herr Jacobs. Sie haben in den letzten Monaten in diesem Fall sehr eng mit einer hübschen jungen Dame aus Italien zusammengearbeitet. Meine Mitarbeiter haben mir berichtet, dass Sie ein sehr vertrauliches Verhältnis zu dieser Dame hatten. Stimmt. Signorina Giuliana Maione ist sehr attraktiv. Ich biete Ihnen 150 bis 200.000 Mark. Na, hat's geschmeckt? Ja. Meinst du, dass wir jetzt in der Glotze sind? Ja, müsste eigentlich jetzt sein. Nach Meldung des Bundeskriminalamtes rechnet die Interpol in Europa mit einigen tausend Kindern, die in kriminelle Banden vereinigt, für Erwachsene Straftaten begehen. Ein Phänomen, das in ganz Europa zuzunehmen scheint. Organisierte Kinderkriminalität, Kinderprostitution, Betteltätigkeit. Ein Bandenmitglied, der minderjährige Louis Brunner, lieferte durch einen spektakulären Akt seine Peiniger der Polizei aus. Bilder aus München von heute Morgen. Den Bericht stellte zusammen meine Kollegin Sibylle Warnke. Wie heißt du denn? Ist das deine Freundin? Nein, das ist meine Schwester. Und was sagen denn deine Eltern dazu? Einer Jugendbande an. Woher kommt ihr? Ich komme aus Italien. Und das ist mein Bruder Louis. Waren Sie schon mal in Italien? Von dem jungen Louis Brunner wissen wir, dass er jahrelang in Mailand als Dieb ausgebildet wurde. Er beendete sein kriminelles Dasein, indem er in einer spektakulären Aktion die Besucher eines Kongresses der Gold- und Schmuckwarenhersteller in der vergangenen Nacht beraubte. Wir fragten dazu den Kommissar. Was geschieht denn jetzt mit den Kindern? Ja. Hey, das war gut. Laura, du kommst mit mir. Jetzt hören Sie doch endlich auf. Sind doch schon genug. Komm her. Also, ja, fragen Sie nicht, wir haben ja schon so viel gefragt. Den Hintermännern drohen langjährige Haftstrafen. Es handelt sich um einen deutschen Staatsangehörigen und um einen Mann, der Poissonnier genannt wird. Wir werden Sie im Weiteren über die Entwicklung in diesem Fall auf dem Laufenden halten. Erschütternde Bilder aus München. Bleibt nachzutragen, dass seit einigen Monaten ein junger Theologe diesen Kinderbanden auf der Spur blieb. Herzlichen Glückwunsch, Frater Sebastian Krass. Und nun zum Sport, meine Damen und Herren. In Wimbledon hat... Na, dafür kommst du sicher ganz schnell in den Himmel, Frater Noster. Ich bin es, Sebastian. Was gibt's denn? Tut mir leid, dass ich so spät störe, aber ich muss unbedingt mit Ihnen sprechen. Und jetzt das auch noch. Es ist ja noch nicht so spät. Du bist nicht müde, ich bin nicht müde.
Also, komm. Gehen wir ins Refektorium. Trinken wir einen Tee. Das Interesse an den Kindern wird sich ganz schnell legen. Es wird sich ändern wie das Wetter. Aber 150 bis 200.000 Mark für eine bessere Zukunft. Das ist würdelos. Weißt du, Sebastian, die Schuld trifft mich genauso wie dich. Ja. Du wolltest und solltest das Unrecht bekämpfen. Du hast gesiegt. Ist gut so. Aber was geschieht jetzt mit den Kindern? Wir könnten sie einer unserer Schulen anvertrauen. Keines von den Kindern will in eine Schule. Weißt du, dass drei Frauen und zwei Männer glauben, in Laura und Luis ihre Kinder erkannt zu haben? Kannst du dir vorstellen, dass jemand nach 10, 12 oder 13 Jahren seine Kinder wiedererkennt? Nein. Doch. Eben. Lasset die Kinder zu mir kommen und wehret es ihnen nicht. Aber die Kinder wehren sich. Ach. Schau, Sebastian, ich könnte dich für ein Jahr beurlauben. Dann wärst du der jüngste Adoptivvater der Welt. Versuch es. Das ist bestimmt eine spannende Aufgabe für einen jungen Jesuiten. Mm-mm. Herbert, einer der Jungen, der ist heute Morgen aus dem Jugendheim getürmt. Ruckzuck über die Mauer, weg ist er. Ach, man wird ihn bestimmt wiederfinden. Ja, aber ist denn das gut? Vielleicht ist es besser, wenn er nie gefunden wird. Ich habe mich für ein Leben im Orden entschieden. Und das ist auch ein anderes Leben. Warum sollen diese Kinder sich nicht auch selbst entscheiden dürfen? Ja, weil sie Opfer sind. Opfer von Verbrechern. Und diesen Kindern muss geholfen werden. Ja, aber ich habe Laura und Luis durch meine verrückten Ideen doch zum zweiten Mal zu Opfern gemacht. Also, wie entscheidest du dich? Wir warten hier seit über 12 Stunden. Vater, krass. Verschwinden Sie, Herr Jakobs. Unterlassen Sie das. Oder ist es so, dass Sie in die Tür eingestürmt haben? Vater, bitte. Ich gebe ein seriöses Nachrichtenmagazin heraus, kein Revolverblatt. Natürlich hätte ich unten auf Sie warten können. Aber hier oben können wir besser miteinander reden. Kennen Sie das? Nein. Wir haben in unserem Archiv nach Hinweisen auf die Mutter gesucht. Und wir haben diese Frau jetzt gefunden. Sie heißt Leuper. Bitte holen Sie Laura und Luis. Wissen Sie, wie spät das ist? Diese Frau Leuper ist die Mutter. 300.000 Mark für die Kinder und die Mutter. Das gehört nicht zu der Art mit Menschen, die mir sympathisch sind. Eher widerlich. So spricht kein Priester. Präzise gesagt, Sie sind ein Schwein. Danken Sie Ihrem lieben Gott, dass ich nicht nachtragend bin. Holen Sie die Kinder. Ich warte mit Frau Busch weg unten. Hier, Ostbahnhof! Hallo. Es waren mindestens 50 Anrufe. Wir sind hier ganz unter uns. Journalisten bekommen eben alles raus. Ich melde mich schon nur noch mit Ostbahnhof. Vielleicht lässt man uns dann irgendwann in Ruhe. Da unten stehen ein halbes Dutzend Bullen in Zivil rum. Und passen auf uns auf. Und das schon die ganze Nacht. Ich habe keinen einzigen gesehen. Hier, Ostbahnhof! Aber den Mann und die Frau, die vorhin vor der Tür standen, die hast du gesehen, oder? Was wollten die denn?
Morgen früh um 9 soll ich bei der Polizei gegen den Poissonnier und die anderen aussagen. Erst ich allein und dann die anderen. Mariola, Tiere Baby. Kommt mit. Frag nicht. Kommt einfach mit. Aber Sie müssen doch wenigstens was anziehen. Anziehen. Ja, hier Ostbahnhof. Bullen? Na, sag ich ja. Bullen. Schließlich habe ich Augen, Ohren und eine Nase. Tatsächlich. Ist was damit? Nein, nein. Bitte steigen Sie ein. Ja, wer ist denn das? Bitte! Wir sollten lieber einsteigen. Ich heiße Sebastian Krass, studiere Theologie und Philosophie in München und bin Jesuit. Pater Rektor Johannes Fischer gestattete mir, meine Semesterferien in Mailand zu verbringen. Die drei Kinder, Thierry Bibi, Laura und Luis, hatten mich vor einigen Wochen in Mailand beraubt. Seither war ihr Schicksal und meins verknüpft. Sie gehören einer Kinderbande an, die von erwachsenen Gaunern wie der Mariola organisiert wurde. Der Poissonnier war der Chef der Bande. Er, also der Fischhändler, sorgte auch für Nachschub an Kindern. Teilweise kaufte er sie armen Eltern ab, es war aber nicht ausgeschlossen, dass er von der Straße weg oder von Flughäfen Kinder entführte. Luis hatte den Poissonnier durch sein mutiges Verhalten furchtbar gereizt. Der Poissonnier tauchte in München auf und ließ Laura von Curzo, seinem Handlanger, entführen. Lass mich los! Du musst zeigen, wie viel du bei der Mariola gelernt hast. Mein Ratschlag war nicht nur gefährlich, sondern wie sich herausstellen sollte, auch unüberlegt. Luis sollte seine kriminellen Fähigkeiten in den Dienst dieser, wie ich damals noch meinte, guten Sache stellen. Was hat er anderes gelernt, als zu rauben, zu stehlen, einzubrechen, Schlösser zu öffnen? Ich war sehr naiv. In einer Stunde lege ich den Passion hier aufs Kreuz. Am Wetterhäuschen und pünktlich sein, klar? Hier will ich langsam runter. Machen Sie sich schon mal bereit. Okay. Die vom Roten Kreuz werden ihren Hubschrauber vielleicht schon etwas vermissen, aber wohl, sie kriegen ihn ja wieder. Komm, rück die Sachen raus. Gleich kommt Laura, dann hast du sowieso gewonnen.
Du solltest froh sein, dass ich gekommen bin. Wenn der Postenier hier wäre, der hätte dich schon längst aufgeschlitzt. Du weißt doch genau, nur ich kann dir helfen. Ich sehe Laura nicht. Ich bin nicht nur blöd, ich bin auch intelligent. Hast du dem Fassionier etwa nicht zugehört? Na komm schon. Rück's raus. Nimm es dir doch. Vielleicht ist es in diesem Plastiksack? Oder in dem da? Ihr habt mich doch bestimmt beobachtet. In einem dieser Plastiksäcke ist es. Aber ich werde nur Laura sagen, in welchem. Sind Sie da vorne? Da sind Sie. Okay. Wie du meinst, Beschänder. Aber die Wahrheit sage ich nur Laura. Sie wird das dreckige Geld und den Schmuck holen. Versprochen ist versprochen. Na, was ist? Ja, nix bisher. Verdammter Dreckskerl, ich hätte dir schon als Kind alle Knochen brechen sollen. Inna, Luis! Bleib da, wo du bist, Laura. Ach, und wirf mal eine Probe rüber. Achtung, Polizei, wer ist? Na, endlich. Halt stehen bleiben, Polizei, Hände hoch. Oh, meine Kleine. Ja, 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 Frau sagen Sie bitte nicht, dass Sie diese Kinder nicht kennen und Sie wieder einmal mit der ganzen Angelegenheit nichts zu tun hätten. Sie dürfen schweigen, das ist Ihr Recht, aber es nutzt nichts. Darf ich um das Feuerzeug bitten? Das allein beweist, dass Sie Luis kennen. Und Laura. Laura, gib mir mal den Sack, bitte. Hier, pass. Die Uhr wird Ihrem rechtmäßigen Eigentümer gleich zurückgegeben, wie auch das Feuerzeug. Der Rest von Luis Beute hat bereits den Weg zu seinen Eigentümern gefunden. Wie gewonnen, so zerronnen. Abführen. Zum Hochzeitstag von meiner Frau. Und ich habe nichts gemerkt. So, meine Damen und Herren. Es ist, soweit ich sehen kann, alles Gestohlene wieder da. Hoffe ich. Hier habe ich die Liste, die wir in der Nacht aufgestellt haben. Wenn ich Sie jetzt bitten darf, einzeln dem Alphabet nach. Nein, aber nicht, nein, nicht zu viel, nicht so schnell. Halt. Nein, danke. Pfarrer Sebastian Gras? Frater, ja? Telefon für Sie. Wo? Gras, ja? Danke! Juhu! Das hat funktioniert! Luis hat es hingekriegt, ausgetrickst, angeschmiert. Ich werde doch wahnsinnig! Oder bin ich ja schon? Aber wo sind Laura und Luis jetzt? Auf die Weg hier! Zu uns! Da freu dich doch! Warum hierher? Was sollen Sie hier bei diesen Geiern?